Hallo und willkommen bei Conny Canarias und Land und Leute. Heute geht es mal um die öffentlichen Verkehrsmittel auf Gran Canaria. Wir sind hier an der großen Bushaltestelle am Parque Tropical in Playa del Inglés. Und von hier fahren die Busse überall hin. Und zwar fahren wir von hier vom Süden mit den blauen Globalbussen, die Guaguas, wie sie hier genannt werden. Die Erkundung der Insel mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht schwer, ist also wirklich ganz einfach zu handhaben. Es gibt hier zwei Busunternehmen, das sind einmal die Global. Das sind die blauen, die hier vom Süden über die ganze Insel fahren. Und dann gibt es die gelben, die fahren aber nur in der Hauptstadt in Las Palmas. Und fast alle Busse sind luxuriös eingerichtet und fahren fast jede Ecke der Insel an. Die meisten verfügen auch über Klimaanlage, denn das braucht man dann manchmal schon. Gerade in den warmen Sommermonaten. Also es ist auch alles gut angezeigt. Es gibt Tafeln mit allen Bussen und in welche Richtung sie fahren. Hier sind wir jetzt an der nächsten großen Haltestelle und zwar in Maspalomas Meloneras. Die große Bushaltestelle direkt gegenüber vom Hotel Costa Meloneras. Und auch hier stehen sie alle, die Globalbusse. Auch hier ist alles super gut angezeigt. Ist also überhaupt kein Problem. Man kann sich natürlich dann mehr Infos über die Webseite raussuchen von Global. Oder auch die App am Handy runterladen. Das ist natürlich dann noch einfacher. Dann hat man wirklich alle Busverbindungen, alle Busnummern, alle Ziele, alle Haltestellen. Das ist natürlich dann ideal. Und das Zahlen im Bus ist auch nicht schwer. Klar müssen wir zahlen, wie überall. Busfahren ist nicht umsonst. Ihr steigt also im Bus ein, sagt dem Fahrer, wo ihr hin möchtet und er druckt euer Ticket an seinem kleinen Bordcomputer aus. Also überhaupt kein Problem, aber am besten natürlich immer ein bisschen Kleingeld bereithalten, damit dann der Busfahrer nicht sein ganzes Kleingeld los wird. Und wenn ihr Scheine mit Euroscheinen bezahlen wollt, dann halt auch, wenn es geht, kleinere Scheine. Also einfach nur sagen, wo ihr hin wollt und das klappt dann wunderbar. Man kann natürlich auch mit Kreditkarte bezahlen. Das ist also auch kein Problem. Wer es lieber bargeldlos mag. Dann gibt es auch eine Karte, die kann man sich bestellen. Die muss man also vorab bestellen und kann sie dann bei den großen Haltestellen abholen, entweder Parque Tropical oder am Meloneras, an den großen Busbahnhöfen und mit dieser Karte, die wird also dann quasi aufgeladen und damit hat man dann einen Rabatt. Und der Rabatt, also der Mindestbetrag, der auf der Karte drauf sein muss, sind 15 Euro und je mehr man drauflädt, desto mehr Rabatt bekommt man. Das ist also eigentlich eine ganz praktische Sache. Wenn man viel mit dem Bus unterwegs ist, lohnt sich das auf jeden Fall.
Fängt also bei 20 € an und geht bis 40 €, wenn ich mich recht erinnere. Und Rentner und Studenten haben noch mal einen zusätzlichen Rabatt. Und die Karte, die kann dann aufgeladen werden, wieder an diesen großen Bushaltestellen, also wieder an Meloneras oder im Parque Tropical. Auf jeden Fall vorher bestellen. Es dauert ungefähr, ja, so eine Woche, bis die Karte dann fertig ist. Hier haben wir eine weitere Haltestelle, und zwar sind wir hier jetzt am Riesenrad, wenn mich nicht alles täuscht. Am Holiday World. Genau, da ist es ja, das Riesenrad. Also Haltestellen gibt es überall. Es gibt genügend. Und wie gesagt, ihr habt auch überall hier die Tafeln mit den Abfahrtszeiten. Ist also alles gut markiert. Probiert es einfach aus. Es muss ja nicht immer ein Mietwagen sein. Und gerade nach Las Palmas rein, wenn man zur Altstadt möchte, fährt man von hier dann nach San Telmo, Parque San Telmo. Und von dort ist man dann direkt an der Triana, läuft die Triana durch und dann steht man direkt in Vegeta in der historischen Altstadt. Und man kann dann auch abends ein Weinchen trinken und mit einem späteren Bus dann zurückfahren. Und mit dem Auto, mit dem Mietwagen wäre das dann halt nicht möglich. Deswegen, so eine Busfahrt nach Las Palmas ist eigentlich ganz entspannt. Ruhig mal ausprobieren und verbringt dann einen schönen Abend in Las Palmas. Ja, und damit bedanke ich mich und sage Tschüss, bis morgen.